Willkommen zurück, Leute, zu World of Warcraft Legion mit unserer Nachtelf Alexiel immer noch. Und wir sind hier in einem neuen Gebiet. Wir sind hier in der Nähe vom Teufelswald in, ja, wo sind wir überhaupt? In Laudanel sind wir, genau. Und da geht's jetzt weiter mit dem Questen. Das können wir gut. Kein Problem. Aber wir sind hier. Hier sollen wir. Da sollen wir doch das Muskelfleisch holen, oder wie war das? Jedenfalls sind wir hier am Strand. Wenn wir es hier nicht finden, dann weiß ich auch nicht. Hier, guck mal, das sieht doch wunderbar aus. Wenn wir das, ah, nee, da ist es. Das leuchtet schon. Ja, lecker. Das nehmen wir noch mit. Hier wird ein bisschen das Schwimmen bestimmt geübt, dadurch durch den Quest. Muss ja auch mal sein. Die leckeren Dinger hier. Die nehmen wir mit. Nom, nom, nom. Wobei ich Krabben und sowas ja liebe, ne? Bin ich ehrlich. Also, ja, so Garnelen und sowas mag ich total gerne. Von daher. Also Miesmuscheln und so jetzt nicht so unbedingt. Aber ich liebe auch Sushi. Und ja. Ich kann das jetzt nicht plündern. Ich kann das jetzt nicht plündern, wie motzig sie das sagt. Da sind noch ganz viele. Hier unten. Guck mal. Toll. Da unter Wasser. Gleich haben wir alle. So, Aufgabe abgeschlossen. Juhu, wir haben alle. Jetzt gehen wir raus. Ja. Das haben wir gemacht. Jetzt gibt es hier aber noch mehr zu erledigen. Und zwar Fleisch eines, was war das? Gezeitenkriecherfleisch. Wird mir das angezeigt oder muss ich die irgendwie finden, die Viecher? Sind die überhaupt? Können wir auch den Quest hier nebenbei mal abgeben, wenn wir schon mal hier in der Nähe sind. Djaunk, das war wieder Fips. Wir sind ja auch mitten hier in dem Gebiet. Also eigentlich müsste der, ne? So, hallo. Hier, Fleisch. Was führt euch hier? Habt ihr die Muskeln? Die sind ideal. Ich danke euch vielmals. Ich gehe davon aus, dass sie euch selbst danken wollen, falls sie wieder zu Kräften kommt. Vielleicht könnt ihr ja später noch einmal herkommen. Ja, ja. Aschafella. Kein Ding, kein Ding. Und wir haben hier einen besseren Gürtel. Den nehmen wir. Den legen wir direkt um. Und laufen dann erstmal weiter. Was ist das für ein Gürtel? Können wir den mal sehen? Ja, so ein Standardding. Aber man nimmt, was man kriegen kann am Anfang. Und wir sind noch sehr am Anfang. So, ich möchte jetzt hier dieses Gezeiten-Zeugs. Das sind bestimmt die da. Die hätte ich ja dann auch gleich mitnehmen können, hätte ich das gewusst. Eigentlich wusste ich es. Der hatte das noch nicht, ne? Oder? Der hatte das wahrscheinlich schon, der gerade eben. Ich habe es noch nicht mitbekommen. Ah, nee, doch. 1 von 4. Dann hatte ich doch noch keinen. Das sind bestimmt die Viecher. 2 von 4. Die leuchten auch alle. Wunderbar. Nee, der hatte keinen. Hier, wieso ruckelt das eigentlich so doll? Sehr unangenehm gerade. Mag ich gar nicht. Oh, da ist diese komische Kiste. Die muss damit gefüttert werden. Vielleicht sollte ich nicht an denen vorbeilaufen, sondern die mitnehmen. 3 von 4. Komm, du jetzt auch noch. Dann können wir an den komischen Automaten. Haben wir. So, das ist der komische 413 Apparat. Das Gerät knattert vor sich hin und plötzlich ertönt Hexknalls starke Stimme. Wunderbar, ich hoffe, ihr habt nicht zu viele getötet. Wir wollen sie nicht dem Aussterben nahebringen, sondern nur schnell herausfinden, wo die Verderbnis herkommt. Ich fahre jetzt mit der Analyse fort. Wuhu, Stufe 15. Das Gerät rauscht ein paar Augenblicke lang, bevor Hexenknalls Stimme ertönt. Interessant, der Ursprung der Verderbnis kommt definitiv von einer externen Quelle. Was mich weniger verwundert, aber es scheint, als würde sie durch das Essen verderbter Nahrung übertragen. Ein großes Säugetier... Oh, wir können Dungeons, sehe ich hier nebenbei. Großes Säugetier wahrscheinlich würde auf einen Bären tippen. Sucht den Strand nach dem Kadaver des Bären ab. Östlich von hier würde es am meisten Sinn ergeben. An der Seite des Strandes, das zum Landesinneren zeigt, bringt mir eine Probe von seinem Fleisch. Fleisch. So, irgendwelche neuen Fähigkeiten bekommen. Wir können Knurren machen. Das ist gut. Oder das, glaube ich, war schon vorher Anspurt genauso. Klar, jetzt habe ich nicht drauf geachtet, was neu ist. Vielleicht sind da Fähigkeiten drin, die ich reinpacken könnte.
aber irgendwie begleiten, angreifen, folgen, helfen, Herz finden, ich muss mal knochen. So, Stachelhalsband, nö, das ist alles irgendwie nicht so wirklich hilfreich. Alpha-Tier, das brauche ich. Das packen wir mal hier rein. Das sortieren kann ich immer noch, aber... Ach, guck mal hier, jetzt haben wir es doch, die Begleitsteuerung, da ist sie doch. Und jetzt können wir auch zähmen, da ist es doch. Das habe ich nämlich gebraucht. Wildtierkunde, sammelt Informationen über das Ziel Wildtier, zeigt Schaden, Gesundheit, Rüstung, Ernährung an. Ich habe das irgendwie noch nie richtig benutzt, glaube ich. Aber gut, jetzt gehen wir erstmal und können uns ein Wildtier zähmen. Und wenn ich auf eine Hirsch stoße, nehme ich den mit. Nur, dass ihr es wisst. Dann war es das hier mit erstmal mit unserer Katze. Die bleibt aber noch so lange. Wobei ich die Katze echt mag. Also diesen weißen Tiger. So ist nicht. Kannst du da hoch? Och Mann, kommst du da nicht hoch? Wollte hier so schön den Berg hoch und dann kann man da gar nicht hoch. Ah, schön, ja. Hier wahrscheinlich auch nicht. Ist alles so steil, ne? Oh Mann, wie ich das so hasse, ey. Wenn man so einen Weg entlang will und nicht kann. Weil es kann Madame ja nicht so einen steilen Weg einfach mal hochlatschen. Versuch's natürlich trotzdem. Weil Versuch macht klug. Ach, guck mal, ich schaff's sogar. Wow. So, jetzt bin ich oben. Das ist gut. Ich will zum blauen Kreis. Möchte die Probe haben. Hoffentlich muss ich dafür nicht wieder runter. Jetzt bin ich doch gerade so schön nach oben gekommen. Oder muss ich tatsächlich nach unten? Oh Mann. Oder ist der Bär hier oben? Nee, das war wahrscheinlich schon richtig da unten, ne? Oh, der blöde Bär, ey, der war es schon. Und ich check's wieder nicht. Ja, toll. Hätte ich das mal gemacht. Na gut, wieder denselben Weg zurück. Da haben wir den tollen... Die tolle Bärenprobe. Komm, wir holen uns eine tolle Schnecke als Begleiter. Yeah, eine Schnecke. Gegen die müsste ich aber offline nochmal kämpfen, echt, weil die waren echt hartnäckig und gut zum Trainieren. Aber zu lang, finde ich, um sie in jeder Aufnahme zu haben. Oh, jetzt ist hier auch noch so ein Hang, ey. Voll doofi. So, dann geh mal da lang. Wunderschön. So, Hexknall. Guck mal, was sagst du dazu? Willkommen zurück. Habt ihr den Kadaver gefunden und ihr meine Probe entnehmen können? Das sieht eindeutig nach dem Zeug aus, das sie gegessen haben. Lasst mich das genauer anschauen. Wir konnten noch an ein paar anderen Wildtieren eine Infektion feststellen. Es sind sogar gute Neuigkeiten, dass die Kriecher sich an den Bären angesteckt haben. Hoffentlich lassen sich alle Fälle auf diese eine Quelle zurückführen. Jetzt müssen wir unsere Aufmerksamkeit den Bären widmen. Die Drönkiste 723 ist in der Nähe der Wasserfälle östlich von hier. Es ist keine schöne Arbeit, aber sie ist nötig. Ich brauche für die Analyse frische Bären-Eingeweide für die Drönkiste. Mit weiteren Informationen können die nächsten Schritte leichter bestimmt werden. Oh. Richtig. Ja, richtig. Okay, das ist wirklich nicht so schön, die Arbeit, aber wir tun natürlich alles, was in unserer Macht steht. Na gut. Dann kommen wir wenigstens in Gebiete, wo vielleicht ein Hirsch ist oder so. Haben wir mal gesehen, wie wir uns einen Begleiter zähmen. Das wäre doch schön. Da brennt der Wald. Was führt euch hierher? Mal gucken, was wir hier so haben. Da ist ein Bär. Möchte aber keinen Bären eigentlich als Begleiter. Aber wir brauchen Bären. Vielleicht ist auch ein Hirsch dabei. So, komm her, Bär. Der ging schnell. Es liegt wahrscheinlich an unseren guten Klamotten. Die hatten keine Eingeweide für uns. Der vielleicht. Einer von beiden. Wunderbar. Zwei von sechs. So,
So, wo ist eigentlich unsere Katze? Da. Wir können ihr immer noch einen Namen geben. Gebt mir gerne Namensvorschläge für unsere kleine Katze. Vielleicht kann ich dann mal gucken, was schön wäre. Sonst werde ich demnächst einfach einen wählen. 5 von 6. Och, guck mal hier. Guck mal, wir haben seine... Die ist der Jungs, da haben wir seine Mama getötet. Und sitzt er da so trostlos. Voll gemein. Jo. Aber es muss sein. Wir brauchen das Zeugs. War da jetzt eine Angelrute dabei? Was war da drinne? Was habe ich da bekommen? 6 von 6, das war's. Aber kein Hirsch dabei. Tja, so ist das. Was haben wir jetzt hier so? Was war das? Ach, eine Ahnenkugel. Aha, na dann. Na gut. So, jetzt kann ich mir einen Begleiter holen, einen anderen als die Katze, und nun ist kein Hirsch in der Nähe. Naja. Da sind auch noch Blumen, die kann ich auch nicht einsammeln. Geh mal weg da. So, hier ist die nächste Kiste. Die Dröhnkiste 723 dröhnt euch erwartungsvoll entgegen. Es rauscht statisch, bevor Hexenhals verzerrte Stimme ertönt. Wir bekommen gerade die Ergebnisse. Wir sollten jeden Augenblick mehr Informationen darüber erhalten, wie die Bären sich die Verdammnis eingefangen haben. Das Gerät spuckt ein paar zusammenhanglose Wortfetzen aus, bevor Hexenhals Stimme wieder zu erkennen ist. Nachtratten. Sie haben Nachtratten gefressen. Diese kleinen Nervensägen kommen nur von einem Ort, einer Höhle an den Klippen östlich von hier. Ihr müsst nach Nordosten gehen, um zu dem Pfad zu gelangen, der zu den Höhlen führt. Sucht nach einer Öffnung unter dem Wasserfall. Die Nachtratten dort brüten entweder etwas Übles aus oder jemand hat ihnen einen Verderbniserreger absichtlich zukommen lassen. In jedem Fall brauche ich Probe von dem Zeug. Ja, ja. Klar, da gehen wir auch noch hin. Aber vorher, vorher. Vorher, quiek, quiek, machen wir das Kaninchen fertig. Oh nein, ich habe sie immer noch nicht geheilt, oder? Ach, das ist ja blöd gelaufen. Na gut, machen wir es eben auf die Art, wie immer. Versucht unser Bestes. Es könnte aber schief gehen. Die sind schon Stufe 5, Lilly auch. Also es ist so ein... Ah, das ist ja gemein. Der andere ist noch tot, das ist ja blöd. Hoffentlich schaffen die das zusammen, weil die Ratte wartet auch noch. So, komm. Macht das Kaninchen alle. So, das Kaninchen ist tot, aber eine ganze Ratte wartet noch. Also eine ganze Ratte. Na, ja, eine ganze Ratte, nicht nur eine halbe, wartet auf uns. Die könnte uns jetzt aber... Ja, Fipsonator ist tot. Das ist ja blöd gelaufen. Ach, Fipsonator hat sich wiederbelebt. Das ist ja cool. Wie hat er das denn jetzt gemacht? Kann der das? Wusste ich gar nicht. Der Fipsonator. Komm, mach die Ratte fertig. Oh Mann, jetzt kann er sich bestimmt nicht wiederbeleben. Jetzt ist er tot. Jetzt bleibt nur noch Lilly und ich glaube nicht, dass sie das alleine schafft. Verschlingen die Ratte. Du bist eine Katze. Mach sie fertig. Ha! Ich glaube, das schaffen wir sogar. Ganz knapp vielleicht. Aber wir schaffen es. Komm. Jawohl. Lilly. Sehr gut. Das ist meine Katze. So will ich sie haben. Kriegen wir irgendwie eine Stufen? Nee, nee. Nö, natürlich nicht. Begleiter freigeben. So. Beleben. Ich glaube, wir müssen da den Hang hoch oder wo geht's lang? Widerlicher Schleim. Aha. Klippenquelle. Ja, das steht aber nicht, ob oben oder unten. Also. Das war klar, dass die jetzt hier angreifen. Ich habe kein Ziel. Den machen wir auch noch platt. Die nerven sonst nur alle. Dann gehen wir hier runter. Oder?
richtig, wenn ich hier runtergehe? An den Klippen, also ich meine, Moment mal, bevor ich jetzt hier wieder herumirre. Laufen wir lieber oben lang, da sind wir ein bisschen schneller, als wenn ich durchs Wasser gehe. Aber hier, Klippenquellgefälle, hier ist es doch bestimmt, irgendwie in der Nähe. Schwimmen wir doch einfach mal los. Kann man da durch? Sind wir richtig? Nö. Toll. Ich glaube, wir müssen direkt auf die andere Seite nur noch oben. Voll gemein eigentlich, dass das hier so fies gemacht ist mit der Klippe. Aber wir müssen komplett anscheinend auf die andere Seite oder so. Dabei sind wir doch hier in diesen Klippengeschichten. Ja, du darfst gerne nach oben laufen. Dann müssen wir jetzt eine Runde laufen, einmal drumherum. Kommt man da überhaupt rüber? Irgendwo bestimmt, ne? Dabei ging es hier so schön rüber. Ich glaube, ich soll da auch runter. Aber es war die falsche Stelle oder so. Kannst du mal aufhören zu nerven? Ja. Wenn es hier so verschiedene Wege gibt, wo es runtergeht, ist auch gemein, ne? Dann nehmen wir doch den Pfad hier. Nee, das ist auch falsch. Das sehe ich schon. Irreführung. Ja, das ist der Vorteil, wenn man schon etwas länger WoW spielt als ich. Dann kennt man die Wege irgendwann auswendig. Ach Quatsch, guck. Da ist sogar noch ein Quest, der auf uns wartet. Den können wir natürlich noch mitnehmen. Und ich glaube, dann sind wir auch richtig sogar. Das ist der richtige Pfad. Wen haben wir denn hier? Tanarion Baumwahrer. Ich habe mich auf den Weg gemacht, als ich die Neuigkeiten von Hexknall gehört habe. Ich weiß jetzt, wer hinter allem steckt. Zen Faulhuf. Der schon wieder. Er kam von Teldrassir hierher, nachdem er von dort für das Winken pervertierter Magie verjagt worden war. Die Art von Verderbnis, die er anwendet, ist in meinen Reihen nicht willkommen. Und es scheint, als sei er dieses Mal einen Schritt zu weit gegangen. Vielleicht hat er es auch aus Rache getan. Zen wurde zu lange akzeptiert und es ist an der Zeit, dass wir diese Bedrohung, all dessen, was natürlich ist, beseitigen. Tötet Zen und seinen Diener, sucht mich dann in Lordanel auf. Die Göttin schütze euch. Dieser Arsch, ne? Macht überall nur Blödsinn. Wie er denn? Macht wie er, ne? Er wieder mal. Das reicht mir hier langsam mit dem. 1 von 8. Oh, was haben wir hier? Können wir die befreien? Achso, wir brauchen den Schlüssel, den Generalschlüssel. Den kriegen wir bestimmt von ihm. Ich weiß nicht, warum es so ruckelt, Leute. Ist ein bisschen doof. Wunderbar. Haben wir jetzt den Schlüssel, war der dabei? Ja. So, 1 von 8. Jetzt haben wir da das Tierchen befreit. Ja, schön. Wir befreien sie alle. Wir sind gutherzig. 4 von 8. Ja, komm. Lass sie alle frei. Gerade eben haben wir noch gegen Ratten gekämpft. Jetzt befreien wir sie. Unverderbter Distelbär. Den bringen wir auch noch raus. Ja, was ist denn hier los? Alle eingesperrt. Das ist aber nicht nett. So, alle raus mit euch. Oh, guck mal, wie der hier reingesperrt ist. Du der arme Bär. Raus mit dir. Du bist frei. So. Kommen wir der Sache doch mal ein bisschen näher hier. Widerlicher Schleim eingesammelt. Übler Grell getötet. Und dann noch den hier. Und den armen Bär nehmen wir auch noch gleich natürlich mit. Das mag ich ja so gar nicht. So. Du bist frei. Noch ein übler Grell. So, und noch eine kleine Kiste. Befreit. So, die Tiere sind schon mal befreit worden. Den widerlichen Schleim haben wir auch. Da ist der blöde Sinnfaulhof. Jetzt ist er tot. Wird auch mal Zeit, hey. Pah. Echt mal.
Wir können die trotzdem befreien, ne? Also, man muss es jetzt nicht mehr machen, aber irgendwie kann man doch gar nicht da so stehen lassen. Achso, wir haben hier der Wächter des Glücks. Dieser Schlüssel scheint für die Käfige zu sein, die überall in der Klippenquellgrotte verstreut sind. Tamarion würde sich sicher freuen, wenn ihr die Situation, um die Nachtratten Distelbeeren zu befreien, die nicht verderbt wurden und gefangen gehalten werden. Ja, das habe ich ja gemacht. Habe ich alles schon gemacht, obwohl ich den Quest noch gar nicht hatte. Jetzt können wir wieder zurück. Und den ganzen Kram abgeben. Ich kann ja mal hier das auch ausmachen. Tü. Hallo. So. Oh, da leuchtet noch was Schönes. Was leuchtet denn da? Was leuchtet denn da? Etwas Wichtiges. Da haben wir irgendwas. Dafür muss ich das wieder einschalten. Hier seht ihr eine einfache, hastig zusammengezimmerte Werkbank eines Apothekers, die unter der Last gekritzelter Notizen und giftigen Gebräu fast zusammenbricht. Es sieht so aus, als hätten die Verlassenen euch Faulhofs Handwerk untersucht. Ihr schnappt euch die Notiz, die am wichtigsten aussieht, und bereitet euch darauf vor, alles zu zerstören, bevor ihr dem Baumwahrer von eurer Entdeckung berichtet. Bams! Alles kaputt gebasht und damit geht es dann raus aus der Höhle. Ich werde die Quest dann Anfang nächsten Parts wieder abgeben. Und ja, das seht ihr dann ja, wie es weitergeht. Jedenfalls cool, dass wir in einer neuen Gegend sind und neue Quests hier auf uns warten und neue Leute und so. Und da kommt noch was. Wir sind auf jeden Fall schon weitergekommen. Stufe 15 ist super. Die Instanzen warten auf uns. Allerdings werde ich das nicht übereilen damit, weil das halt auch ein bisschen zusammenhangslos ist. So. Von daher mache ich auch erstmal hier weiter. Hier, wie die auch hinter den Ratten herjagen, ne? Naja. Okay, wir sehen uns im nächsten Part von World of Warcraft, Leute. Lasst mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich auf euer Zuschauen. Bis dann!